CDU-CSU-Fraktion erhält nun der Kollege Volker Kauder das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, wir reden heute über die östliche Partnerschaft. Die Bundeskanzlerin hat dazu, so wie es auch vorgesehen und gewünscht ist, dem Deutschen Bundestag vor einem solchen Gipfel einen Bericht gegeben, dass wir darüber diskutieren. Und natürlich, Herr Kollege Bartsch, kann man es auch so machen wie Sie, dass man dann noch ein paar andere Punkte mit hineinnimmt. Das will ich jetzt mal gar nicht kritisieren. Aber ich finde dann schon, wenn man das macht, sollte man nicht an mehreren Punkten Falsches sagen. Sonst erweckt man den Eindruck, wie Sie es gemacht haben, dass Sie nicht auf der Höhe der Zeit sind. Jetzt will ich Ihnen mal Folgendes sagen. Sie haben gesagt, seit Juli hätte es keine Sitzung des Deutschen Bundestags mehr gegeben. Ich möchte doch mal wissen, wo Sie am 2. und 3. September waren. Da hatte man nämlich eine Sitzung des Deutschen Bundestages. Waren Sie vielleicht nicht da oder haben Sie es nicht zur Kenntnis genommen? Da haben wir über den Haushalt beispielsweise diskutiert und auch über Europa. Und dann haben Sie Kroatien angesprochen. Dann haben Sie Kroatien angesprochen, haben gesagt, dass es in Kroatien eine Jugendarbeitslosigkeit von 52% gibt. Das stimmt. Aber Sie haben damit den Eindruck erweckt, als ob diese Jugendarbeitslosigkeit entstanden ist, weil Kroatien in die EU eingetreten ist. Sie sind aber gerade mal ein paar Monate drin. Die sind mit den 52% in die EU gekommen, Herr Bartsch, und wollen jetzt eine bessere Situation. Nicht, wie Sie da erzählt haben. Also an zwei Punkten völlig daneben. Das legt den Verdacht nahe, dass auch die anderen Punkte nicht stimmen. Und da kann ich noch mal einen... Ja. Und da kann ich mal, da will ich gleich den nächsten ansprechen. Also für die führende Oppositionspartei müssen Sie schon noch ein bisschen üben. Das war noch nicht so, wie das also normalerweise sein soll. Also für, und dann will ich noch einen Punkt ansprechen. Ja, völlig richtig. Man kann natürlich das Thema Europa und was in Europa passiert jetzt machen. Wir haben, wie es vorgesehen ist, den Deutschen Bundestag informiert über die Situation in Portugal und über die Auszahlungen, die dort stattfinden. Und dort hat, wie es das Gesetz vorsieht, die Troika ihren Bericht vorgelegt und deswegen und hat empfohlen, die Tranchen auszubezahlen. Und der Deutsche Bundestag kann dazu eine Erklärung abgeben. Die Tranchen werden nun ausbezahlt. Aber eins, Herr Kollege Bartsch, das dürfen Sie nicht machen. Sie dürfen nicht hier den Eindruck erwecken, als ob die Menschen in Europa, in Ländern, die es schwer haben, sich nicht so angestrengt hätten, dass es doch Erfolge gibt. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Es zeigt doch, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich sage Glückwunsch nach Irland und nach Spanien, dass sie mit ihren Anstrengungen so weit gekommen sind, dass sie aus dem Rettungsschirm heraus können. Also sich so hinzustellen, als ob da nichts geschehen sei. Und wenn man sich die Zinsen anschaut, muss man sagen, auch in den Ländern, die unter dem Rettungsschirm sind, hat sich die Situation doch erheblich verbessert. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir im jetzigen Stand unserer Koalitionsverhandlungen miteinander einig sind, dass wir diesen Weg fortsetzen wollen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden auch über die östliche Partnerschaft, und das ist ein Thema, das eine zentrale große Bedeutung hat. Es ist völlig richtig, dass sich Europa nicht nur darauf konzentriert, neue Staaten aufzunehmen, sondern dass Europa auch einen Weg sucht, mit Nachbarn zu kooperieren, politisch zu arbeiten, die nicht in den nächsten Jahren eine Perspektive haben, in Europa dabei zu sein. Und Herr Kollege Erler, ich gebe Ihnen ausdrücklich recht, ja, es muss nun ein Weg gefunden werden, wie diese
Partnerschaft so gestaltet werden kann, dass sie sie nicht in erster Linie unter geopolitischen Gesichtspunkten zeigt. Die Bundeskanzlerin hat doch deshalb zu Recht davon gesprochen, wir müssen jetzt mit unserer Partnerschaft, östlichen Partnerschaft, auch endlich Wege finden, die Politik des Kalten Krieges total zu überwinden. Und da kommt es darauf an, Russland klarzumachen, dass eine vertiefte Beziehung, eine nähere Beziehung zu unseren östlichen Partnern doch nicht gegen Russland gerichtet ist. Und es kann vielleicht dadurch gelingen, dass wir auch klar machen, dass es auf der Welt eine ganze Reihe von Herausforderungen gibt, die auch uns hier in Europa und in Deutschland bedrohen. Und dass es vielleicht notwendiger wäre, dass wir hier miteinander, Russland und wir, zusammenarbeiten, um dort voranzukommen. Ich sage mal nur das Beispiel Iran. Also es gibt Aufgaben, die haben eine solche Dimension, dass ich finde, es geradezu etwas politisch kleinkariert wirkt, wenn Russland meint, es sei eine geopolitische Frage, wie wir in Zukunft unsere Probleme in der Welt lösen. Es gibt das Problem des Terrorismus beispielsweise, wo wir miteinander etwas unternehmen müssten. Es gibt das Problem der Sicherheit der Weltmeere und vieles andere mehr. Und ich wäre dankbar, Frau Bundeskanzlerin, wenn es gelingen könnte, dass Sie in Ihren Gesprächen mit Putin auch mal darauf hinweisen, dass er der Welt auch einen Dienst leisten kann, wenn er mal ein bisschen weiter als über unsere östlichen Partnerschaften hinausblickt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber natürlich hat auch diese Zusammenarbeit, die östliche Partnerschaft, eine ganz zentrale Bedeutung. Es ist angesprochen worden, dass es natürlich um wirtschaftliche Fragen geht. Zur gleichen Zeit hat die Bundeskanzlerin aber auch darauf hingewiesen, dass es auch um Werte geht, gerade in der Diskussion jetzt mit der Ukraine, um Menschenrechte, Demokratie, eine unbestechliche Justiz beispielsweise. Und da wird schon etwas deutlich, was wir gerade in heutiger Zeit immer wieder formulieren müssen, damit die Menschen auch Orientierung haben in unserem Land. Dieses Europa ist nicht nur eine Veranstaltung von Euro und Cent, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Europa ist vor Euro und Cent zunächst einmal eine Wertegemeinschaft. Und das müssen wir auch deutlich machen in der Zusammenarbeit mit anderen. Und da finde ich schon, muss klar sein, dass wir uns auch bei der östlichen Partnerschaft um wirtschaftliche Dinge, aber nicht ausschließlich um wirtschaftliche Dinge kümmern können, sondern dass wir auch unsere Werte entsprechend fordern und einfordern müssen. Und dies sage ich, weiß, dass da auch andere Auffassungen gibt, aber hier in diesem Saal kann man ja auch unterschiedliche Positionen mal darstellen. Und ich sage, wir sind umso glaubwürdiger, dass wir eine Wertegemeinschaft sind und diese Werte auch, wenn wir wirtschaftliche Interessen haben, Freihandelsabkommen abschließen, wenn wir diese Werte auch in Europa ernst nehmen und auch dort einfordern, wo wir Verhandlungen führen mit Ländern, die nach Europa kommen wollen. Und da kann ich nur sagen, das gilt auch in unseren Gesprächen mit der Türkei. Die Menschenrechte, Religionsfreiheit ist ein Teil unserer Wertegemeinschaft, die umgesetzt werden muss, bevor wir ganz zueinander in Europa gehören können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da hilft dann der Satz relativ wenig zu sagen, ja, wenn es dann mal soweit ist, wenn die dann alle dabei sind, dann wird es schon auch so kommen. Da kann ich nur sagen, wenn man die Auffassung hat, dann kann man auch vertreten, dass es vorher geklärt werden muss. Und wir sehen ja, wie im einen oder anderen Fall wir uns schwer tun, bei Ländern, die zur EU gekommen sind, dass wir dort unsere Positionen durchsetzen. Und deswegen halte ich es für richtig, notwendig und zentral, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie nicht nur auf das Thema der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch auf diesen Wertetransfer Rücksicht nehmen. Und dann habe ich noch einen Punkt, der ich glaube, den wir uns in diesem Parlament auch
immer wieder deutlich machen müssen, sowohl in der östlichen Partnerschaft als auch in anderen Bereichen haben wir ein Instrument, neben denen, die die Bundeskanzlerin angesprochen hat, das wir nicht zu klein darstellen dürfen. Und das ist unser Instrument der auswärtigen Kulturpolitik. Und deswegen rate ich dringend, dass wir auch in den Haushaltsberatungen darauf Wert legen. Nichts ist im Augenblick erfolgreicher in der ganzen Welt als Deutschsprachkurse, die unter anderem auch von unserem Goethe-Institut in der ganzen Welt angeboten werden. Und deswegen glaube ich schon auch, dass das Thema Kultur, Werte, Präsenz in einem Land von einer zentralen Bedeutung ist. Und auf diesem Hintergrund wünsche ich Ihren Gesprächen und Verhandlungen viel Erfolg. Wir brauchen Partner in unserer Region, in Europa. Wir brauchen Partner auch in der Welt. Und gerade im Hinblick auf das, was wir nachher noch diskutieren, kann ich nur sagen, ja, das, was da passiert ist von Amerika, ist nicht schön. Aber ich muss auch sagen, die Zusammenarbeit mit Amerika, die Freundschaft mit Amerika wird zwingend notwendig sein, gerade wenn wir die östliche Partnerschaft weiter ausbauen wollen. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun der Kollege Michael Roth.